Einen wunderschönen guten Morgen. Die Nacht hier war eigentlich echt angenehm. Irgendwas hat heute Morgen geklopft. Oder vorhin vor ein paar Minuten an der Tür. Wir haben schon mittlerweile fast 2 Uhr. Epische Kirche, würde ich sagen. Wie alt diese Kirche wohl ist. Schau mal, da ist ein komplettes Stück ausgebrochen. Cool, jetzt können wir diese verlassene Stadt bei Tag erkunden. Und essen sollten wir vielleicht auch erstmal.
Wow. Schallplatten. Ja, lustig. Wie cool ist das? Was für eine gruselige Motherfucking-Puppe. Edle Betten, das sie doch sind. Alter, als ob. Wow. Das ist von 1800 noch irgendwas. Schau mal, da war hier noch das Osmanische Reich. Südtirol gehörte noch zu Österreich. Russland war noch in Warschau und Deutschland hatte noch Stücke Polens und Frankreichs. Neue Linie. Was? Das ist der Boiler für das Wasser. Oh ja. Alter, ist das alt. Das braucht noch Zeit, bis die Hühner holen. Krass. Das sieht fancy aus. Ist auch noch nicht so krass beschädigt worden. Richtiges Königsschloss hier. Schon irgendwie hart, wenn man überlegt, die hatten so ein ganz normales Leben hier, vor allem wenn man so die Bilder sieht und die Betten. Und dann schlagartig musst du alles verlassen.
oberen Teil haben wir einiges abgeklappert. Gehen wir ein bisschen mehr in die Innenstadt rein. Okay, da vorne haben wir gerade irgendein Auto fahren gehört. Und es hat die Tür zugeknallt. Oh, Tatsache. Da ist ein Auto. Ich hoffe, man sieht's. Da ist ein Auto aufgetaucht. Tja. Jetzt werden wir wohl ein bisschen Hide and Seek spielen müssen. Na gut, dann würde ich sagen, Ausgangssperren-Simulator. Wenn sie vor uns wegrennen, dann müssen wir nicht wegrennen. Wenn sie auf uns zulaufen, wegrennen. Echt? Ich würde wegrennen, ja. Wie gesagt, es ist eigentlich eine gesperrte Zone. Kein Bock auf Stress.
was an von dem anderen Typen und trägt es rein. Glaubst du, das sind Besitzer oder Plünderer? Schwierig. Kann alles sein. Okay. Gut. Dann war es das mit Hide and Seek. Keine Ahnung. Hier war die Kirche. Da geht's auch runter. Yeah.
Andere Richtung, oder? Nee, fuck. Die Hose. Scheiße, die Straße geht da runter. Oh, fuck. Ich glaube nicht. Die haben eine andere Sirene. Diese ultranervige. Oder Security-Sirene oder so. Keine Ahnung. Okay, wie ihr gesehen habt, kam plötzlich das Auto, wurden gesehen. Der Typ hat uns hinterhergepfiffen, weil wir so schön sind. Jetzt müssen wir hier wegkommen, ey.